Hallo Internet und herzlich willkommen zu der Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde. Mein Name ist Hardin und wenn euch eins auf meinem Channel seit letztes Jahr November gefehlt hat, dann war es doch sicherlich eine Kampagne eines Echtzeitstrategiespiels und hier spiele ich die Kampagne meines zweitliebsten Echtzeitstrategiespiels, wahrscheinlich mit der besten Kampagne. Und mit meiner liebsten Kampagne vor StarCraft 2, die ihr nun schon erlebt habt. Ach ja, Schlacht um Mittelerde. Es gibt so viel dazu zu sagen. Und das meiste davon könnt ihr im Podcast Antenne Wetterspitze hören. Von mir und den beiden Jungs, Marc und Yannick. Den könnt ihr euch sowieso mal reinziehen, wenn ihr Herr der Ringe mögt. Und wenn ihr mich da öfter hören wollt. So, aber bevor ich jetzt zu viel vorab verrate, würde ich sagen, fangen wir an mit einer Kampagne der Guten. Und jetzt ist die entscheidende Frage, wollen wir uns einfach nur die Kampagne angucken, wollen wir schon ein bisschen Herausforderung haben oder bin ich so gut? Und so gut bin ich meistens nicht. Ich nehme die mittlere Variante, wo ich sagen muss, die KI hatte ihre Schwächen. Ich liebe einfach die Musik zu den Peter Jackson-Filmen und gerade die ruhigen Themen. Gott, das ist so abgefahren. Oh. Mordor ist das Reich des dunklen Herrschers Sauron. Er herrscht über das Land und alle, die es betreten. Sauron überzieht ganz Mittelerde mit Krieg. Wenn ihn niemand aufhält, versinken alle freien Länder in der Dunkelheit. Heute ist der Halbling Frodo Beutlin der Ringträger. Er wandert in Begleitung einer Gemeinschaft aus Vertretern der freien Völker Mittelerdes nach Mordor, um den Ring in den Feuern des Schicksalsberges zu vernichten. Na denn. Haha, auf nach Moria. Wir sind nun aufgebrochen und begeben uns zur ersten großen Etappe. Man geht gleich Medias Res in dieser Kampagne, also wirklich rein in die. Eine blühende Zwergenstadt, heute ein mit Orks verpestetes Labyrinth. Dieses Video wurde eindeutig in Ingame-Grafik gedreht. Und sie nennen es eine Mine! Eine Mine! Das ist keine Mine, das ist ein Grab. Jetzt bleibt uns nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen es mit der langen Dunkelheit Morias aufnehmen. Mohoho. Na, das fängt ja gut an.
Wir haben Gandalf mit seiner Fähigkeit Magischer Sturm. Wir haben Artelas als Heilfähigkeit bei Aragorn. Bei Legolas haben wir Falkenangriff, natürlich. Bei Gimli haben wir Axtwurf, auch das macht Sinn. Boromir hat noch nichts. Und die Hobbits können Steine werfen. Ja, ja. Haha. Gucken wir doch mal, was wir für den einen Punkt noch so Schönes machen können. Helden verursachen 50% mehr Schaden. Heilt Einheiten, ersetzt ein verlorene Einheit pro Bataillon. Na, dann nehmen wir doch Helden. Verursachen 50% mehr Schaden. Das ist auch so eine Spezialität von Herr der Ringe. Im Laufe der Schlachten kann man Erfahrungspunkte sammeln, mit denen man dann diesen Skilltree entlang gehen kann, von dem jede Stelle cool ist. Und das Schöne ist, man hat es wirklich geschafft, innerhalb einer normalen Partie auch bis nach ganz unten zu kommen. Nun ja, dann bewegen wir uns mal und gucken mal. Wir hätten niemals herkommen dürfen. Ja, worum hier? Lasst uns hoffen, dass unsere Gegenwart unbemerkt bleibt. Na klar. Auf sie! Haltet die Stellung! Aha. Reichtum Morias beruht nicht auf Gold oder Edelsteinen, sondern auf Blüten. Das heißt, die Tastenkombination, die hier so ist, A ist D, A. Und dann geht's weiter. Seid wachsam. Es gibt in den Tiefen der Welt noch ältere und gemeinere Geschöpfe als Orks. Ja, das ist das große leise. Problem. Hier sind Orks. Das ist mir leise. Kann ich nicht einfach töten? So ein Biest habe ich zuvor noch nie gesehen. Schnell über die Brücke! Eilt euch, ihr Hobbits! Eilt euch! Wir haben Besuch! Schützt die Hobbits! Ich werde sie in Schach halten. Wollen sie euch? Wenn sie nicht zu mir kommen, muss es eben so gehen. Ein Schatz! Ach ja. Unser netter Aragorn dafür. Das Böse hier schläft niemals. Menschen! Noch mehr Orks! Stirb, Aufgeburt der Schatten! Wir müssen sie aufhalten! Ich glaube, langsam habe ich den Griff. Hahaha! Gandalf der Coole. Und hier sind trotz der vielen Angriffe. Ach. Oha. Ein Troll. Ah, los, nach vorne. Sie haben Pfeile. Was ist das? Was? Nein, Gandalf doch nicht. Für unsere Gemeinschaft. Na gut, was soll's. Ist ja fast egal, wer wie auflevelt. Ich meine,
Die Helden sammeln ja auch hier alle gerade nebenbei Erfahrungspunkte, wie man ja sehr schön in den blauen Kreisen sehen kann. Und dann hoffen wir doch mal, dass hier einigermaßen... Da! Okay. Emily. Was ist das für ein Ort? Das sind ja Orks. Okay, aus irgendwelchen Gründen kriegt Gimli mal keine Erfahrungspunkte. Darum nehmen wir den mal hier gleich ab. Dann hat er seinen Sprung. Gimli! Legolas! Sargon! Ja, es sind gleich alle auf Level 2, also das ist doch schon mal nicht schlecht. Das werden wir aber auch brauchen, wenn wir hier durch die Tiefen dieser Kampagne wollen. Und hier kommt Filmszenen. Das ist nicht geil. Hier ruht Balin, Fundins Sohn, Herr von Moria. Er ist also tot. Ich hatte es mit. Wir dürfen hier nicht verweilen. Wir müssen weiter. Orks. Mal Gandalf machen, was er ihm gesagt hat. Aber was macht ihr da eigentlich? Ihr sollt kämpfen, ihr Schweine. Gott. Ja. Stirb. Stirb! Ich werde sie in Schach halten. Noch ein, zwei. Das? Nee, wir nehmen mal das. Dann können wir, glaube ich, unsere Helden auch ein bisschen heilen. Ach, das muss ich aufladen. Ist das dein verdammter Ernst? Hier, alle herkommen. Dichter kommen. Der Herr heilt sich ja selber, aber den Rest... Ach. Na, wenigstens etwas.
Na gut. Wir besiegen sie alle. Okay, so. Wen möchte ich denn jetzt upgraden? Und ich dran 4, auch bei ihm. Ja, komm. Mein lieber Boromir, nimm du das Upgrade. Und dann gucken wir doch mal, wo es so lang geht. Hier leider nicht so besonders weit rauszoomen. Das ist eine der großen Kritikpunkte, die ich dann in dem Spiel doch hätte. Aber ich meine, man darf nicht vergessen, wann man es ist. Ich spüre ein großes Übel. Mann. Bleib nicht zurück! Vernichtet sie alle! Na? Hey. Ganz ruhig. Okay. Ganz ruhig ist hier anscheinend nicht. Gut. Das wirklich nicht mit Absicht, diese Kamera. Gott. Da hat bestimmt jemand gedacht, dass es gefährlich aussieht, aber es macht nur Stress. Nur Stress. Und da ist der Balrog. Ein Balrog. Ich kann euch nicht alle beschützen. Führt sie weiter. Aufhalten.
willst du denn hin? Flamme von Udo! Aha. Hinfort! Yeah. Vernichtet dieses Übel! Nein! Ach. Zum Mäusemelken. Zurück zu den Schlatten! Zurück in die Dunkelheit! Diener des Schatzes! Der Balrog von Moria ist nicht mehr! Nach dem Sieg über den Balrog setzte die Gemeinschaft ihre gefährliche Reise fort. Tada! Die erste Mission ist gewonnen! Ach, seht ihr, alle Bonusziele erreicht. Alle Helden haben überlebt. Cool. Und damit ist die Mission beendet. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und ich kann nichts weiter hinzufügen, außer seht Herr der Ringe, spielt Herr der Ringe, fühlt mit mir durch Herr der Ringe in diesem epischen Kampagnen-Playthrough von Schlacht um Mittelerde 1. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal und tschüss Internet!